Wenn Sie so wollen, ein verborgener Code, eine heilige Blaupause, die allem Existierenden zugrunde liegt. Dies sind keine von Menschen gemachten Gesetze, die durch Zeit oder Geografie eingeschränkt sind, sondern kosmische Gesetze, zeitlos und universell. Sie lenken ihr Handeln nicht durch die Androhung von Strafen, sondern führen ihr Leben zu größerer Weisheit und Erfüllung. Sie haben ihre Vergangenheit geformt und sie werden ihre Zukunft formen, aber am wichtigsten ist, dass sie ihre Gegenwart erhellen können. Wenn wir uns in diese universellen Gesetze vertiefen, mögen sie nicht nur Wissen, sondern Einsicht finden, nicht nur Information, sondern Transformation. Das Gesetz des göttlichen Einsseins, dieses Prinzip bedeutet, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle Teil einer göttlichen, unendlichen Energie sind, die viel größer ist als unser individuelles Selbst. Es lehrt uns, dass jede Handlung, jeder Gedanke, jedes Wort, das wir sprechen, nicht auf die Peripherie unserer individuellen Existenz beschränkt ist, sondern durch das Universum widerhallt und das Ganze beeinflusst. Es ist das Verständnis, dass Ihr Leben, mein Leben und alles Leben miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Indem wir das Gesetz des göttlichen Einsseins anerkennen, verstehen wir, dass niemand allein ist. Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Wir sind nicht nur Tropfen im Ozean, sondern der Ozean in einem Tropfen. Denn wenn alles, was wir sehen, fühlen und erleben, eine Erweiterung derselben göttlichen Quelle ist, dann werden Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl zu den logischen Antworten auf alle Interaktionen. Es geht darum, andere mit demselben Respekt und derselben Fürsorge zu behandeln, die man sich selbst wünschen würde, und zu verstehen, dass eine Verletzung, die man einem anderen zufügt, eine Verletzung ist, die man sich selbst zufügt. Dieses Gesetz ist der Inbegriff der goldenen Regel: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wie können wir also dieses Prinzip in unserem Alltag anwenden? Beginnen Sie damit, das Göttliche in jedem Menschen zu erkennen, dem Sie begegnen. Betrachten Sie jede Interaktion als eine Gelegenheit, Freundlichkeit und Verständnis zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie sprechen, lassen Sie Ihre Worte Ihr Verständnis für diese Einheit widerspiegeln. Wenn Sie zuhören, tun Sie dies mit dem Einfühlungsvermögen, das sich aus dem Wissen ergibt, dass wir alle Zweige desselben Baumes sind. Das Gesetz der Schwingung. Dieses Gesetz besagt, dass alles in unserem Universum, von den größten Galaxien bis zu den kleinsten Teilchen, alles, einschließlich ihrer Gedanken und Gefühle, auf unterschiedlichen Frequenzen oder Schwingungen arbeitet. Nichts ruht, alles ist in Bewegung, vibriert und schwingt ständig auf verschiedenen Frequenzen. Wenn ich mehr Geld will, muss ich herausfinden, welche Schwingung oder welches Gefühl Geld hat, und versuchen, diese Frequenz zu erreichen. Wenn ich Liebe fühlen will, muss ich in der Liebesfrequenz schwingen, die die höchste Frequenz ist. Wenn ich eine bestimmte Person in meinem Leben haben möchte, müssen wir beide auf dieselbe Schwingung oder Frequenz eingestimmt sein. Um dieses Gesetz zu nutzen, um Ihre Wünsche zu manifestieren, müssen Sie Ihre Schwingung an das anpassen, was Sie sich wünschen. Wenn Sie zu den Sternen gehören wollen, müssen Sie sich zuerst wie einer fühlen. Die Erkenntnis dieses Gesetzes verändert unsere Sichtweise auf uns selbst und unseren Platz in der Welt. Wir sind nicht nur physische Wesen, die durch das Leben navigieren, wir sind energetische Wesen, die in bestimmten Frequenzen schwingen, und diese Schwingungen beeinflussen unsere Erfahrungen, unsere Interaktionen und unsere Realität. Denken Sie an Ihre Gedanken und Emotionen. Wenn Sie von Freude und Positivität erfüllt sind, fühlen Sie sich leicht und beschwingt, fast so, als ob Sie auf einer höheren Frequenz schwingen würden. Wenn Sie hingegen traurig oder negativ sind, fühlen Sie sich schwer, beschwert, als würden Sie auf einer niedrigeren Frequenz schwingen. Das Gesetz der Korrespondenz. Dieses Gesetz besagt, dass das, was in Ihnen vorgeht, mit dem übereinstimmt, was außerhalb von Ihnen geschieht. Es besagt, dass Ihre inneren Gefühle und Gedanken Ihre Außenwelt direkt beeinflussen. Was im Außen geschieht, ist also nur ein Spiegelbild dessen, was in Ihnen vorgeht. Wie innen, so außen, heißt es.
Wenn sie sich selbst gut fühlen, scheint alles um sie herum großartig zu sein. Wenn du dich schlecht fühlst, scheint alles um dich herum schlecht zu sein. Wenn du dich innerlich friedlich fühlst, ist alles um dich herum friedlich. Aber wenn du dich innerlich kaputt fühlst, wirst du in deinem Leben Stress empfinden. Sie werden mit einer mächtigen Wahrheit konfrontiert. Sie sind die Architekten ihrer Realität. Sie tragen die Macht in sich, ihre äußere Welt zu gestalten, indem sie ihren inneren Zustand verändern. Die Gedanken, die sie denken, die Überzeugungen, die sie hegen, und die Einstellungen, die sie verkörpern, all das zeichnet ein lebendiges Bild, das zu ihrem Leben wird. Die Dinge, an die sie denken, werden zu den Dingen, mit denen sie leben müssen. Um ihre Welt zu verändern, müssen sie zuerst sich selbst verändern, und das wird sich in der Außenwelt widerspiegeln. Das Gesetz der Anziehung. Dieses Gesetz besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten, ob positiv oder negativ, das ziehen sie in ihr Leben. Dies ist keine bloße Philosophie, sondern ein Prinzip, das von alten Kulturen, Quantenphysikern und erfolgreichen Menschen auf der ganzen Welt anerkannt wurde. Das Gesetz der Anziehung ist dem Gesetz der Schwingung sehr ähnlich. Man zieht nicht an, was man will, man zieht an, was man ist. Das Gesetz der Anziehung besagt auch, dass sie glauben müssen, dass sie bekommen können, was sie wollen. Wenn sie Geld anziehen wollen, aber nicht sehen können, wie es möglich ist, und daran zweifeln, dass es passieren wird, sind sie wie eine Welle im Ozean, die vom Wind herumgeschoben wird. Sie können nicht erwarten, dass sie etwas anziehen, von dem sie nicht glauben, dass sie es bekommen können. Wenn du eine gute Gesundheit willst, musst du dich um dich selbst kümmern, als hinge dein Leben davon ab. Wenn sie Geld wollen, seien sie großzügig damit, und es wird zu ihnen zurückkommen. Wenn sie Liebe wollen, beginnen sie damit, sich selbst und andere zu lieben. Das Gesetz des inspirierten Handelns. Dieses Gesetz besagt, dass sie zwar visualisieren, bekräftigen und ihre Gedanken mit ihren Wünschen in Einklang bringen können, dass sich aber nichts ändert, solange sie nicht handeln. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendeine Handlung, sondern um eine inspirierte Handlung, eine Handlung, die aus einer Übereinstimmung mit ihren Wünschen, ihrer Intuition und ihrer inneren Führung entsteht. Dieses Gesetz ist die treibende Kraft hinter der Manifestation ihrer Träume. Während das Gesetz der Anziehung ihnen hilft, ihre Gedanken und Gefühle mit ihren Wünschen in Einklang zu bringen, treibt das Gesetz der inspirierten Handlung sie an, sich in die Richtung dieser Wünsche zu bewegen. Es ist die Brücke, die die unsichtbare Welt der Gedanken und die greifbare Welt der Realität miteinander verbindet. Um zu bekommen, was sie wollen, müssen sie eine Rolle spielen. Inspiriertes Handeln ist nicht erzwungen, es entsteht nicht aus Verzweiflung oder Angst. Stattdessen ist es eine freudige und enthusiastische Bewegung in Richtung ihrer Wünsche. Es fühlt sich natürlich an, mühelos und in völliger Übereinstimmung mit dem, was sie sind. Wenn sie von ihrer Vision so begeistert sind, dass sie sich zum Handeln hingezogen fühlen, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Das Gesetz der Transmutation von Energie. Dieses Gesetz besagt, dass alles, einschließlich ihrer Gedanken, Gefühle und Worte, aus Energie besteht. Energie kann weder erschaffen noch zerstört werden, sie kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Wenn du etwas denkst oder fühlst, bleibt es nicht dabei stehen, sondern verwandelt sich in etwas, das in das Universum hinausgeht. Dieses Gesetz ist der Ursprung von Gedanken, die zu Dingen werden. Sie müssen wissen, dass sie, egal welche Gedanken und Gefühle sie haben, etwas als Reaktion auf diesen Gedanken erschaffen und anziehen. Sie müssen sich also für gute Gedanken und Gefühle entscheiden, und sie müssen dies absichtlich tun. Verweilen Sie nicht zu lange bei einem schlechten Gedanken, sonst könnte er sich zu einer schlechten Situation entwickeln. Ändern Sie Ihre Gedanken schnell, wenn Sie merken, dass Sie einen negativen Gedanken haben. Ändern Sie die Energie dieses Gedankens, indem Sie ihn durch einen positiven Gedanken ersetzen. Tun Sie dies schnell, bevor der negative Gedanke Realität wird. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Gesetz besagt, dass man zurückbekommt, was man ausgibt.
Was sie anderen oder der Welt antun, kommt zu ihnen zurück. Dies ist das Gesetz des Karmas. Alles, was im Leben geschieht, hat einen Grund. Die Dinge geschehen entweder mit ihnen oder für sie, weil sie etwas getan haben. Wenn du etwas Gutes tust, kommt es dir zugute. Und wenn du etwas Schlechtes tust, wirkt es sich auch auf dich aus. Für jede Aktion gibt es eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion. Wenn Sie dieses Gesetz verstehen, wissen Sie, dass Sie die Ursachen, die Sie in Bewegung gesetzt haben, ändern müssen, wenn Sie die Auswirkungen, die Sie erleben, ändern wollen. Man erntet, was man sät. Du wirst niemals Mangos ernten, wenn du Äpfel säst. Sie werden niemals Liebe ernten, wenn sie Hass sehen. Du bekommst genau das, was du in das Universum aussendest. Was du gibst, ist das, was du bekommst. Wenn du Liebe gibst, bekommst du Liebe. Wenn du Geld gibst, bekommst du Geld. Was sich herumspricht, kommt zurück. Was sie tun oder sagen, verschwindet nicht einfach. Es kommt immer zurück, um sie entweder zu belohnen oder zu verletzen. Vielleicht kommt es nicht sofort zurück, aber es wird zurückkommen. Das Gesetz der Wiedergutmachung. Dieses Gesetz steht im Zusammenhang mit den Gesetzen der Schwingung, der Anziehung, der Ursache und Wirkung und der Energieumwandlung. Dieses Gesetz besagt, dass sie in direktem Verhältnis zu dem Wert belohnt werden, den sie für andere, für die Welt erbringen. Es beinhaltet den Grundsatz, dass sie so viel geben, wie sie erhalten. Der Wert, den sie für andere, die Gesellschaft oder die Welt schaffen, wird unweigerlich zu ihnen zurückkehren. Dieses Gesetz beschränkt sich nicht nur auf materielle Gewinne, sondern geht über den physischen Bereich hinaus und umfasst auch Liebe, Freundlichkeit, Freude und Frieden. Wenn du frei Liebe gibst, wirst du Liebe finden. Wenn sie Freude verbreiten, erleben sie Freude. Das Gesetz der Relativität. Dieses Gesetz besagt, dass nichts von sich aus gut oder schlecht ist. Die Dinge sind so, wie du sie siehst. Alles hängt von der Bedeutung ab, die du ihnen gibst. Dieses Gesetz fordert sie auf, von ihren individuellen Erfahrungen Abstand zu nehmen und sie aus einer breiteren Perspektive zu betrachten. Was ihnen als großes Problem erscheint, kann im Vergleich zu den Herausforderungen, mit denen andere konfrontiert sind, als kleines Hindernis erscheinen. Ebenso kann das, was sie als kleine Errungenschaft empfinden, für jemand anderen ein Traum sein. Das Relativitätsgesetz sagt ihnen, dass sie nicht alles um sich herum mit einem Etikett versehen müssen. Wenn etwas passiert, müssen sie nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Stattdessen können sie es als die Wirkung einer Ursache sehen. Du entscheidest dich, allem in deinem Leben die richtige Bedeutung zu geben. Alles, was in ihrem Leben geschieht, ist in Wirklichkeit neutral. Es ist nur deshalb positiv oder negativ, weil sie es so bezeichnen. Das Gesetz der Polarität. Dieses Gesetz besagt, dass es für alles zwei Enden gibt und dass alles ein Gegenteil hat. Das Leben hat einen Anfang und ein Ende. Es gibt eine geistige Welt und wir leben in der physischen Welt. Es gibt den Nordpol und den Südpol. Es gibt die göttliche weibliche Energie und die göttliche männliche Energie. Zwillingsflammen scheinen oft sehr verschieden voneinander zu sein, aber sie sind in Wirklichkeit ein und dasselbe. Es gibt heiß und kalt, aber es sind einfach verschiedene Grade dessen, was wir Temperatur nennen. Es gibt gut und schlecht, aber es sind einfach unterschiedliche Grade dessen, was wir als Moral empfinden. Das Gesetz der Polarität lehrt sie, dass in ihrem Leben selbst in den dunkelsten Zeiten das Potenzial für Licht vorhanden ist. In ihren größten Kämpfen steckt die Saat der Möglichkeiten. In ihrem tiefsten Kummer besteht die Fähigkeit zur Freude fort. Das Gesetz des Rhythmus. Das Universum hat einen natürlichen Rhythmus oder Fluss, und es mag es nicht, wenn er unterbrochen wird. Es lehrt uns, dass sich alles im Universum in einem Zyklus oder einem Muster bewegt, ähnlich wie bei einem Pendelschlag oder dem Wechsel der Jahreszeiten. So wie die Gezeiten ein- und ausströmen, so wie der Tag zur Nacht wird und der Winter dem Frühling weicht, ist jeder Aspekt des Lebens dieser rhythmischen Bewegung unterworfen. Dieses Gesetz erinnert sie daran, dass auch ihr Leben diesen natürlichen Rhythmen unterworfen ist. Es gibt Zeiten der Aktivität und Zeiten der Ruhe,
Zeiten des Wachstums und Zeiten des Rückzugs, Momente der Freude und Momente des Kummers. Sie können viele Probleme vermeiden, wenn Sie geduldig sind und die Dinge zu Ihrer eigenen Zeit geschehen lassen. Chaos entsteht, wenn Sie versuchen, die Dinge nach Ihrem Zeitplan ablaufen zu lassen. Das funktioniert nicht und kann zu Frustration führen. Das Gesetz der Geschlechter. Dieses Gesetz hat nichts damit zu tun, ob man männlich oder weiblich ist, sondern mit den männlichen und weiblichen Energien in uns und im Universum. Ob Sie nun ein Mann oder eine Frau sind, es ist wichtig, die Beziehung zwischen den männlichen und weiblichen Energien zu verstehen, die in uns allen vorhanden sind. Es gibt keine überlegene oder bessere Energie. Es gibt nur Energien, die gegensätzlich sind, aber zusammenarbeiten. Das Verständnis des Gesetzes der Geschlechter hilft uns, die Bedeutung des Gleichgewichts zu erkennen. Es sagt uns, dass wir sowohl die männlichen als auch die weiblichen Energien in uns harmonisieren müssen, um unser volles Potenzial zu erreichen. Dabei geht es nicht darum, weniger Mann oder weniger Frau zu sein. Es geht darum, alle Aspekte unserer Natur anzunehmen, um vollständige Individuen zu werden. Dies sind uralte Gesetze, die die weisesten Menschen des Landes schon immer intuitiv kannten und danach lebten. Wenn man sich nicht an diese Gesetze hält, kämpft man gewissermaßen dagegen an, wie die Welt funktioniert, und das macht das Leben wirklich schwer. Es ist nicht so, dass dich jemand bestraft, aber das Leben kann sich wie eine Strafe anfühlen, weil du gegen den Strom des Universums schwimmst. Danke, dass Sie zugesehen haben. Wir sehen uns im nächsten Video.